Ja, guten Morgen, meine Freunde. Oder auch, falls ihr das Video nicht morgens schaut, einfach nur Hallo. Ja, heute gibt es mal wieder eine kleine Update-Folge sozusagen. Und ihr seht eventuell hinter mir schon, dass dort einiges los ist, was auf Server 12 eigentlich sehr selten ist. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass irgendwas Neues ins Spiel gekommen ist. Ja, es sind Telina und Campos. Ich wollte gerade irgendwie Thanos sagen. Warum wollte ich Thanos sagen, um Himmels Willen? Ja. Sind nicht ganz so mein Fall, muss ich direkt sagen. Also ich werde mir keinen der beiden holen, weil ich ja generell nicht so der Urpferde-Fan bin. Und die beiden sind mir dann doch etwas zu ausgefallen. Allerdings werden wir uns einen von diesen süßen Manta-Rochen holen. Ich glaube, es sind Manta-Rochen. Ich finde eigentlich beide sehr, sehr süß. Ich sehe es aber ehrlich gesagt nicht ein, beide zu kaufen, weil die sehr, sehr teuer sind. 400 Starcoins ist schon sehr, sehr viel. Allerdings kann ich nicht dran vorbeigehen. Wir werden uns diesen hier holen, diesen, ja, bläulich-lilanen, weil ich finde, der entspricht auch denen aus Pandoria am meisten und irgendwie gefällt mir das auch am besten. So, müssen wir direkt mal gucken. Ich habe natürlich eine Satteltasche mitgenommen aus meinem Stall, weil wir denken ja mit. Oh mein Gott, er winkt! Schaut, oh mein Gott, er winkt! Er winkt, wie süß ist das denn? Schaut euch das an, bitte winkt nochmal. Winkt nochmal! Komm, auf, winke! Ja, oh mein Gott, schaut euch an! Ist das nicht süß? Oh mein Gott! Nee, also das finde ich finde das wirklich sehr, sehr süß. Wartet mal. Oh mein Gott, habt ihr das Geräusch gehört? Als er aus der Tasche gepatcht ist? Oh mein Gott. Ich finde das auf jeden Fall richtig nice. Als ich die gespoilert gesehen habe, dachte ich mir schon so, oh, hoffentlich fliegen die nebenher, weil es wäre sehr, sehr traurig gewesen, wären die nicht nebenher geflogen. Oh, das ist cool, dass die so von oben quasi so runterfliegen und sich dann so drehen, dass sie so die Höhe wechseln. Das ist sehr, sehr cool. Übrigens hat es einen Grund, warum wir zum Pferdemarkt mal wieder reiten. Denn ich habe mal wieder davon Wind bekommen, dass die Preise verbilligt wurden. Und zwar rasant. Erinnert ihr euch noch daran, dass ich neulich gesagt hatte in meinem letzten Video, als ich dieses schöne Pferd hier gekauft habe, dass ich mir doch sehr wünschen würde, dass auch die alten American Quarter Horses verbilligt werden. Nun ja, das wurden sie nun anscheinend, laut der News. Ich musste noch gerade gucken, ob der Morgan auch verbilligt wurde, aber das wurde er leider nicht. Ja, zugegebenerweise, ich habe gerade nicht wirklich mitgedacht. Und zwar stand hier in den News jetzt offiziell, dass die American Quarter Horses, also die zweite Generation, auch ja, verbilligt wurde. Und irgendwie weiß ich nicht warum, aber ich habe an die American Paint Horses gedacht und dachte, dass die jetzt auch verbilligt wären. Waren sie aber nicht, was ja auch so in den News stand. Ich war einfach nur zu blöd, die News zu lesen. Deswegen, ja, reiten wir jetzt zu dem nächsten Pferd, das, soweit ich es den News entnehmen konnte, verbilligt wurde. Und zwar dieses englische. Ja, genau, okay, das habe ich richtig. Ich trinke hier nebenbei übrigens einen Energy-Drink, weil ich sonst vor laufender Kamera einschlafen würde. Merkt man eventuell ein bisschen an meiner Blödheit, die ich hier gerade in den Tag gelegt habe, aber naja. Auf jeden Fall wollte ich dieses Pferd tatsächlich schon länger und habe mir jetzt überlegt, durch die Verbilligung werde ich es mir jetzt kaufen, auch wenn ich damit unter die 8000 Starcoins gehe. Aber who cares? So, was machen wir denn? Was machen wir denn? So, es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis ich mir diesen Namen jetzt ausgesucht habe, aber ich habe mich für Holly Leaf entschieden. Ich weiß nicht, ob ihr Warrior Cats kennt, aber dort gibt es eine Holly Leaf, also auf Deutsch Distelblatt, und ja, sie sieht jetzt nicht so aus wie diese Katze in der Story, weil ich glaube, die Katze in der Story ist schwarz, aber egal. We don't care. Nein, ich darf keine Schimpfwörter sagen. Nein. So, ich habe mich nun endlich, Halleluja, für ein Outfit entschieden. Das hat eine ganze Weile gedauert. Aber tatsächlich passt jetzt sogar dieses Haustier auch so ein ganz klein bisschen zu den Klamotten, die ich trage. Also von dem her,
Ja, ist das doch ganz schön. Ich fand irgendwie braunes Sattelzeug auf diesem Pferd ganz nice eigentlich. Und da ich fast nie braunes Sattelzeug drauf habe und auch im echten Leben eigentlich nur mit schwarzem Sattelzeug reite, dachte ich mir, es sei die Abwechslung mal wert. Ja, also diese kleinen Haustiere sind wirklich sehr, sehr süß. Ob der Preis nun gerechtfertigt ist, darüber kann sich, denke ich, jeder seine eigene Meinung bilden. Ich persönlich, ja, es ist schon sehr happig. Also es ist wirklich sehr happig. Klar, sie haben sehr viele neue Animationen, fliegen nebenher, aber naja, ob das denn jeder so machen möchte, ist dann auch demjenigen selbst überlassen. Ja, das Pferd übrigens, falls jetzt alle wieder ankommen mit: Es kommen doch bald die neuen englischen Vollblüter raus und warum hast du das jetzt gekauft? Mimi, mimi, mimi. Ja, ich fand dieses Pferd schon länger etwas toll und dachte mir, jetzt wo die verbilligt wurden, steckst du zu. Und ja, deswegen, ich weiß, dass bald die neue Version davon rauskommt und bin da auch sehr gespannt drauf, aber ja. So, ich mache jetzt noch die Mission. Ich hoffe sehr, dass wir nicht entweder rette das Pferd, rette das verdorbene Pferd oder rette den Agenten des Beobachtungsmeisters haben. Das wäre unge. Nee. Nee, 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 einfach nee. Nee. Was denkst du, was ich machen soll? Soll ich durchs Wasser reiten oder was? So, das war's jetzt eigentlich auch mit dem Video. Ja, es war mal wieder etwas chaotisch, aber sonst würde das Video ja nicht von mir kommen. Übrigens braucht dieser kleine Rochen noch einen Namen. Ich hatte jetzt irgendwie die ganze Zeit ihn Karl genannt, ich weiß nicht warum. Aber da gibt es doch diesen einen Meme. Also, wer den nicht kennt, also bitte. Ja, ich denke, er heißt jetzt irgendwie Karl, keine Ahnung, aber naja, wir haben ja schon einen Jeff, unsere Katze. Mein Name ist Jeff. Aber nun ja, gut, das war's dann eigentlich auch mit dem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und ja, adios.